Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlockums, ihr Lieben. Wir sind immer noch bei dem Mordfall im Herrenhaus und ja, wir müssen herausfinden, wo der gute Herr ist, den wir suchen. Ich habe dessen Namen schon wieder vergessen. Da müssen wir noch gucken. Vielleicht kann ich hier jetzt endlich was lösen. Denn hier haben wir noch ein paar Sachen, die ich tatsächlich nicht mehr machen kann. Wo ist Mr. Arneson? Mir fehlt hier irgendwas. Was fehlt mir hier? When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Ja, das glaube ich auch. Irgendwas fehlt mir hier noch. Zwei Sachen. A foreigner's clothes, by the looks of things from the Near East. Hier haben wir auch soweit alles. Vielleicht irgendwas draußen im Garten. Weil ich glaube, hier waren wir komplett schon durch. Kann ich die Tür aufmachen? Nein. Kann ich natürlich nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich übersehen habe. Sehr schönes Bild. Nichts dergleichen. So, lasst noch mal gucken. Den Kamin sind Anzeichen eines Kampfes. In der Küche zwei Personen. In einer Wand des Schlafzimmers befindet sich ein Tresor. Da waren wir schon. Im Arbeitszimmer im ersten Stock stießen wir auf ein interessantes Gemälde. Ja. Das Gemälde. Mr. Arneson. Ich höre, dass er nicht Anderson heißt. Mr. Anderson. So, ich gucke mich noch mal hier komplett um. Ich habe euch die richtigen Fragen nicht gestellt. Sorry, es sah gerade so ein bisschen animalisch. Was? Animalisch? Was will ich mit animalisch? Wow, soll das eine tote Ente darstellen? Ja, sowas würde ich mir auch anhängen. Gut, ich vernehme hier nichts, was ich noch irgendwie im Haushalt machen kann. Bleibt da eigentlich nur der Weg? So, das kam durchqueren ohne Furcht die Flamme nach der Blut.
Folge den Boten des Todes, denn durchquere ohne Furcht die Flammen. Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach. Meide Kreuze, die sich vor die auftun. Oh, hier. Ich freue mich, dass sie mit dem Schloss in ihrem Arbeitszimmer. Oh, Look and Load. Leute. Look and Load? Was? Wir müssen auf jeden Fall Look and Sans uns mal angucken. Ja, das habe ich. Siehst du? Habe ich so nicht vernommen mehr. Dann wollen wir mal dahin, ne? Kann ich den Haupteingang raus? Würde das vielleicht gehen? Nein. Geht natürlich nicht. So, das Pferd ist wieder stabil unterwegs. So. Jetzt müssen wir schauen. Schön, dass der Brief auch ganz unten ist, ne? Wo wir diesen Herrn finden. Ich glaube, wenn ich jetzt in die Stadt reise, das würde mir nichts bringen. Can I ask you a question? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Danke, Sir. Sehr hilfreich. Die haben alle keinen blassen Schimmer, ne? Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Sehr hübsch. Kann ich damit in die Stadt? Got a spot in mind. Actually, I'm not sure yet. Gut, weg kommen wir hier auf jeden Fall nicht. Are you able to help me? Don't be angry with me, sir. But I don't know. Is this familiar to you? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Ach, ich bin ein Trottel. Oh, wartet. Oh, ich hätte nicht rausgehen brauchen. Hier der junge Mann und die Dame. Den hätte ich das vorhalten müssen. Wir können trotzdem mal fragen. Could you help me? You better ask someone else about that. Ja, gut. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I've never heard that. Ja, mein Gott. Was war denn das? Hat er mich gerade nachgeäfft? Der ganze Weg umsonst? Naja. Macht halt die, ja. Macht stramme Beine. Rennt bei den Hauptzeugen raus. Läuft bei mir. Ich bin ein wirklich ganz toller, Detective. Detektiv, so. Was mach ich denn jetzt mit dem Brief? Oh, ich muss raus. Es gibt wirklich ab und zu mal Momente, wo ich mir denke, was will das Spiel von mir? Bootprints.
Ja, das Blut habe ich doch vorher auch gesehen. Ja, das habe ich ja doch alles. Oh, die Steuerung. On point. Ups, das funktioniert ja. Wir müssen... Ja, gute Frage, nächste Frage. Was müssen wir? Ich glaube, im Haus habe ich alle Beweise. Hier fehlt mir. Ja. Dr. Watson, ab und zu bin ich echt hier überfragt, ne? Jetzt bin ich schon wieder zurückgelaufen. Nee, aber draußen ist, wie gesagt, noch so eine grüne Lupe. Grün bedeutet für mich, dass ich da noch was entdecken kann. Vielleicht finde ich ja irgendwo hier meinen Leichnam oder sowas. Schon wieder. Warte mal, ich probiere mal was. Tatsache, es funktioniert. Tatsache, es funktioniert nicht. Zum Glück, bin ich kein Detektiv. Ich glaube, bei mir würden alle Mörder durchkommen. Wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich leicht übersehe. Ne? Ja, ein bisschen Abendspaziergang, ne? Eine Kleinigkeit fehlt mir hier noch. Okay, das ist einfach nur ein Baumstein. Ich dachte gerade, was liegt denn hier für eine, für ein Ochse? Ja, hier habe ich ja das mitbekommen. Aber wir kommen ja hier nicht weiter. Da, da, da. Meine Lieben, ich mache mal hier für euch kurz eine Pause. Ich werde mich hier noch weiter umschauen, denn ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich noch was machen kann, außer weiter glotzen.
Vielleicht übersehe ich etwas. Ich habe keine Ahnung, deswegen, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, da bin ich nochmal kurz zurück. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit draußen rumgeschaut und ich glaube, das grüne Symbol bedeutet nur, dass wir draußen alles haben und grau bedeutet, dass da noch was ist. Deswegen, denn das ist mir jetzt aufgefallen, nachdem ich nochmal kurz hier das nochmal mir angeguckt habe. Wir müssen nicht nach der Firma gucken, sondern nach einem Schlüsselloch im Arbeitszimmer. Ja, gelegentlich Gehirnanstrengung ist mal vom Vorteil. Auf jeden Fall ein Schlüsselloch im Arbeitszimmer. Nachdem ich das hier jetzt ausgesucht habe, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal hier im Arbeitszimmer war, ist nämlich etwas erschienen. Das da. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es vorhin da war, als wir das ausgesucht haben, oder ob ich... Ich glaube, ich bin sofort rausgerannt. Ich bin ein Trottel auf jeden Fall. Ich dachte, ich müsste die Firma suchen. Läuft auf jeden Fall. Es kann jetzt auf jeden Fall weitergehen. Schloss A-förmig außergewöhnlich. Ein A. Ein A haben wir. Es ist mit einem unscheinbaren Schloss versehen. Mit einem A. Haben wir irgendwo ein A gesehen? Einfach mein Gehirnuntergang. Brief eines Schlossers. Andersen Herrenhaus. Guck ich einfach mal. Oh. War irgendwas im... Oh, da hatten die Finger. Nein. Oh, warte, abgetrennte Finger, da. Nein. Um Gottes Willen. Ich dachte, da wäre ein Ring oder sowas. Sterbendes Pferd. Oh mein Gott, ich bin hier. Herrenhaus, Mord, Tatort. Hier. Da müsste es sein. Willst du mich verarschen? Ich nehme einfach alles durch. Irgendwas muss schon richtig sein. Oh mein Gott, ja! Ah, das Schloss lässt sich mit dem... Oh, Andersen, ja. Oh Gottchen. Wo ist der Ring? Draußen. Im Garten, bei den abgetrennten Fingern. Wenigstens etwas habe ich jetzt hinbekommen in diesem Leben. Ein wildlebender Waschbär hat sich den Siegerring zusammen mit Mr. Andersens Fingern stibitzt. Der Dieb ging dabei nicht sonderlich subtil vor. Oh mein Gott. Gut, hier haben wir noch nichts, was wir einsetzen können. Ja. Das bedeutet jetzt für uns, wir müssen wieder raus. Ist aber, ja. Hat sie irgendwas dazu zu sagen? Wir verschmutzen den Tatort die ganze Zeit. Okay, nein. Sie hat auch nichts zu sagen.
Ja, lass die Alte weiter quatschen. Gut. Ja, wenn jetzt der Waschbär den Finger hat, wie soll ich den Waschbär finden? Ey, Leute, das war so... Ey. We must put an end to all this evil. And I doubt we can count on the sheriff's help. Du sagst es. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich jetzt irgendwie Hilfe von meinem Gehirn erwarte. Ich dachte gerade, da schwimmt irgendwas. So geglitzert gerade. Ja, wie bekomme ich denn jetzt den Waschbär? Meine Nase juckt. Oh. Ist jetzt halt die Frage, ne? Wir suchen jetzt einen Waschbär. Weil wie soll ich denn jetzt einen Waschbär finden? Oder habe ich wieder den Kontext nicht mitbekommen? Ne. Ich könnte höchstens noch mal die Leute fragen, ob sie irgendwas gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob das der Sinn ist. Do you know anything about this? I'm so sorry. I can't be of help. Deswegen, wie finde ich jetzt einen Waschbär? Hallo. Wie komme ich denn jetzt zu denen hin? Gar nicht, ne? Mann, Dr. Watson, stehen Sie doch nicht so im Weg. Hallo. Can you satisfy my curiosity? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Ja, bei mir klingelt da jetzt auch gerade nichts, ne? Vielleicht müssen wir irgendwas zusammenbrauen in der Bude. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir. But I don't know. Ja, wie gesagt, ein Waschbär, der kann doch nicht, ne? Jetzt in der Bude sein. Wir gucken mal. Wir gucken noch mal in der Bude. Vielleicht habe ich jetzt wieder irgendwas in der Bude gesehen. Übersehen. Och, Dr. Watson. Pferdchen. Okay, ich lasse es.
irgendwo hier eine Mülltonne oder so, wo die rumwühlen können? Ist auf garantiert irgendwas wieder drin? Hast du einen Finger gesehen? Aber wie gesagt, was soll... Sehe ich hier irgendwas? Liegt einfach ein Schweinekopf auf dem Tisch. Wie gesagt, was soll ich jetzt mit der Information machen? Nur ein Waschbär hat einfach mal den Ring, den Finger mitgenommen. Ach so. Ja, ist ja ganz toll. Sie entstanden, auf dass sich die Tiere bei der Nahrungssuche verlassen. Also, isolierte Plätze. Also kann es ja nur heißen, dass der Waschbär hier irgendwo in der Bude ist. Vom Buch her. Also im Haus oder draußen im Baum. Wartet mal. Put an end to all this evil, and I doubt you can count on the sheriff's help. Vielleicht habe ich auch was Falsches gefragt oder nach was Falschem gesucht. Alles möglich, ne? Weil sonst würde mir das ja markiert sein. This evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Der kann nur draußen sein. Wartet mal. Wir haben ja, wie gesagt, nur diesen Anhaltspunkt mit dem Buch. When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. Das ist halt ein bisschen doof. Man weiß nie, was genau man
Also, was steht hier? Baumhöhlen und gestürzte Bäume oder Totholz. Yep, jetzt müssten wir den in einem Baum. Ich gucke mir jetzt alle Bäume an, weil die sagten... Siehe da. Bin ich ja doch irgendwie drauf gekommen. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Alter, weiter. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber Leute, wir sind drauf gekommen. Wenigstens ein Hoffnungsschimmer. Wir machen noch die geheime Tür auf. Oh. Oh. Ich gebe das viel zu entdecken. Meine liebste Lucy, bitte glaube mir, mein Sonnenschein, sobald ich mich um die in den Sümpfen schwellende Finsternis gekümmert habe, kehre ich mit weit offenen Herzen zu dir zurück. Sei dir versichert, dass ich bereit bin, mich der ganzen Welt gegenüber zu meinen Gefühlen zu bekennen, die ich für dich hege. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, deine Hand zu halten und mich in deinen wunderschönen Augen zu verlieren. Für immer in Liebe, Errol. Gott, diese. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Hello again. Mr. Arneson, als Ihre Anweisungen eintrafen, begannen wir sogleich mit unseren Nachforschungen. Seien Sie sich versichert, dass wir unser Bestes tun werden, um den von Ihnen erwähnten Ort in den Sümpfen des Bajor oder sowas zu finden. Wir müssen Sie jedoch darüber in Kenntnis setzen, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommen kann, da sich der mit dieser Angelegenheit betraute Detective derzeit in Europa aufhält. Wir empfehlen dringend, Ihre Funde bis auf Weiteres unter einem Tisch in einen abschließbaren Schrank oder in einem Tresor sicher zu verwahren. E. Spirks, Direktor der Northwood Agency. Mhm, so, so. Gesammelte Notizen, die Mr. Arneson über seinen Bediensteten Ashment angefertigt hat. Eine dieser Notizen lautet: Dieser verdammte Bedienstete, wie kann er es wagen, der Bank in meinen Namen Opale zu veräußern? War er schon immer so ein Schlitzohr und ich habe es nun nicht gemerkt, oder ist dies dem schlechten Einfluss seiner ausländischen Freunde verschuldet? Ich muss mehr über diesen Kerl in Erfahrung bringen, vor allem nach diesem rätselhaften Telegramm, das an ihn adressiert war. Ich habe es sogar Davy gezeigt, weil ich mir keinen Reim darauf machen kann. Was hat es damit nur auf sich? My love, my heart.
Meine Liebe, mein Herz. My princess, my love, my heart. Oh, Prinzess habe ich jetzt nicht gelesen. Ich kann nichts dafür, dass die Dings so... Bin ich jetzt gerade leicht beknackt oder finde ich gerade... Da. Meine Fresse. Ja, erstmal Champagnerflasche in die Hosentasche. It's almost a piece of art. So, Röntgenblick, hier ist nichts. We must put an end to all this evil, and I doubt we can count on the sheriff's help. Das war's. Okay, ich habe sehr viele Sachen hier auf jeden Fall. Schauen wir einmal. Wie kann ich an den Inhalt des Die alte fragen. Nein. Okay. Warum habe ich nicht meinen ersten Gedanken genommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Darby war da. Darby versteht sich gut mit Mr. Arneson und durfte viel über ihn wissen. Vielleicht kann er etwas zu dem Telegramm sagen, das uns womöglich dabei hilft, Mr. Arneson zu retten. Ja, weiß ich noch den Inhalt, was da drin steht? Wo ist Mr. Arneson verblieben? Oh, das mit den Waschbären habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist das nochmal? Die Beine vielleicht? Ja, okay. Hätte ich mal die genommen. Mein Gott, ich bin so talentiert. Ich bin verschleppt, Mr. Arneson, in die Sümpfe des Bla. Mr. A, vielleicht kann er etwas zu den Telegramm. Mr. Arneson. Wo er auch immer ist, meine Lieben. Und deswegen würde ich sagen, werde ich Ihnen hier ein kleines Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.